Eine der wesentlichsten neuen Rollen, die Prozessmanagement in den Unternehmen einführt, ist der Prozessverantwortliche. Was ist die Aufgabe, die Rechte, aber auch die Pflichten eines Prozessverantwortlichen? Warum kommt es da so oft zu erheblichen Streitereien zwischen dem Prozessverantwortlichen und dem traditionellen mittleren Management und wie man solche Probleme lösen kann, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Ein ganz kritischer Punkt bei der Einführung von Prozessmanagement in einem Unternehmen ist die Ausgestaltung der Rolle des Prozessverantwortlichen. Passieren hier Fehler, sind Ihre Prozessmanagement-Bemühungen zum Scheitern verurteilt und Sie verbrennen eigentlich nur Zeit und Geld. Deswegen erstmal die Frage, was ist denn ein Prozessverantwortlicher? Der Prozessverantwortliche ist für einen Prozess verantwortlich, so wie es der Name schon sagt, also für alles, was von dem Start des Prozesses bis zu seinem Ende mit dem Prozessergebnis wirklich passiert. Und was bedeutet das jetzt wirklich genau? Der Prozessverantwortliche kann selbst den Prozess ausführen, in der Regel hat er aber ein Team von Prozessmitarbeitern, die das für ihn erledigen. Nehmen wir zum Beispiel den Prozess Kundenrechnung erstellen, um das zu verdeutlichen. Der Startpunkt des Prozesses ist der Zustand, abrechnungsfähige Leistung liegt vor. Das kann zum Beispiel ein Regiezettel sein, ein Lieferschein, ein Bautagebuch, ein Projektvertrag, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es eine Leistung, die abzurechnen ist. Und auf diesem Dokument steht, was an wen wie abgerechnet werden soll. Das Dokument selbst ist der notwendige Input für den Prozess Kundenrechnung erstellen. Das Ende des Prozesses ist, Kunde und eigene Buchhaltung haben eine korrekte Rechnung erhalten. Und damit ist der Output von diesem Prozess die korrekte Abrechnung. Der Prozessverantwortliche stellt nun sicher, dass aus dem Input, also diesem Dokument, was am Anfang da war, was abzurechnen ist, durch eine logische Folge von Aktivitäten ein Output erzeugt wird, nämlich diese Rechnung. In diesem Beispiel war es eben zum Beispiel ein Lieferschein und eine korrekte Rechnung, die sowohl der Kunde bekommen hat, als auch eben der eigenen Buchhaltung vorliegt. In kleineren Unternehmen wird der Prozessverantwortliche in den Prozess Kundenrechnung erstellen vermutlich oft selbst durchführen. Es gibt aber auch Unternehmen, die jedes Jahr Millionen von Rechnungen erstellen. Und das ist ganz klar, der Prozessverantwortliche ist der Leiter eines Teams von Abrechnern, die diesen Prozess operativ durchführen. Denn einer wird es kaum schaffen, Millionen von Rechnungen zu erstellen. Die Verantwortung, am Ende eine korrekte Rechnung erzeugt zu haben, die dem Kunden und der Buchhaltung vorliegt, ist aber in beiden Fällen gleich. Denn das ist die Kernaufgabe des Prozessverantwortlichen und damit Teil seiner Prozesssteuerung. Die Anforderungen an den Prozessverantwortlichen ist aber nicht nur ein Stück Output zu erzeugen, sondern auch mit einer limitierten Anzahl von Ressourcen eine bestimmte Menge von Output zu erzeugen. Also zum Beispiel mit einem weiteren Büromitarbeiter im Jahr 1500 Aufträge abzurechnen. Und damit sind wir bei einer weiteren wichtigen Aufgabe des Prozessverantwortlichen im Rahmen der Prozesssteuerung. Die Ressourcen- und Kapazitätsplanung für den Prozess. Nachdem sich aus den Unternehmenszielen eine bestimmte Menge an Output ergeben und es nur eine bestimmte limitierte Menge an Ressourcen wie Maschinenkapazität oder Mitarbeiter für den Prozess gibt, muss der Prozessverantwortliche den Einsatz dieser Ressourcen planen und sicherstellen, dass der Prozess auch bei Ausfällen von Maschinen oder Mitarbeitern immer noch stabil läuft, dass er immer noch sein Ziel erreicht. Fällt also einer der Mitarbeiter, der die Kundenabrechnungen erstellt, wegen einer langwierigen Krankheit zum Beispiel aus, dann kann es ja nicht sein, dass keine Rechnungen mehr erstellt werden. Weil die Folge wäre halt dann fehlender Umsatz und damit bei laufenden Kosten und damit der direkte Weg in die Pleite. Der Prozessverantwortliche muss also die fachliche und disziplinarische Verantwortung für seinen Prozess und damit auch für die Mitarbeiter im Prozess mit haben. Und im Rahmen der Ressourcen- und Kaperplanung muss der Prozessverantwortliche mit seinen Vorgesetzten verhandeln, welche Ressourcen er für die Erreichung des gewünschten Prozessziels denn wirklich bekommt. Wenn zum Beispiel 3000 Kundenrechnungen erstellt werden sollen und jede Rechnung eine Stunde Arbeitszeit benötigt, dann würde das mit einem Vollzeitmitarbeiter, der im Jahr ungefähr 1800 Stunden arbeitet, eben nicht funktionieren, weil er braucht 3000 Stunden, um die ganzen Rechnungen zu erstellen, hat aber nur 1800 Stunden Kapazität zur Verfügung. Oder wenn in einer Fertigungslinie Produkte hergestellt werden sollen, aber die Maschinenverfügbarkeit dafür nicht ausreicht, weil die Kollegen aus der Instandhaltung bei einem Ausfall ewig brauchen, bis die Maschine repariert ist, dann muss eben genau das zwischen dem Prozessverantwortlichen und seinem Vorgesetzten angesprochen und verhandelt werden. Der Prozessverantwortliche hat also die Aufgabe, auch ein System zur Messung der Prozessleistung aufzubauen, um negative Abweichungen schnell erkennen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Teil eben, diese Prozessleistungsmessung. Zum Beispiel, wenn die Durchlaufzeit
für die Erstellung einer Rechnung von 3 Werktagen auf 5 Werktage ansteigt, dann muss das relativ schnell erkannt werden, und denn jeder Tag länger kostet das Unternehmen Zinsen auf das fehlende Kapital. Der muss aber auch die Prozessoptimierung anstoßen, ist ein weiterer Teil eben. Das stellt der Prozessverantwortliche aus der Prozessleistungsmessung eben fest oder aus den vorgegebenen Produktivitätssteigerungen eben fest, dass der Prozess seine Erwartungen nicht entspricht. Dann muss der Prozessverantwortliche die Prozessoptimierung aktiv anstoßen. Er kann sich also selbst darüber Gedanken machen, wie man den Prozess verbessern könnte. Es kann oder sollte natürlich sein Team dazu einbinden, um zu fragen, Mensch, Kollegen, wie schaut es denn aus? Was könnte man denn machen, damit es schneller geht oder dass man da weniger auf irgendwas warten muss oder wie auch immer. Er kann aber auch, und das ist die Regel, gerade in größeren Unternehmen, ausgebildete Prozessoptimierer ins Boot holen, um seine Probleme zu lösen. Und diese Prozessoptimierer sind dann eben oft im Lean Management oder in Six Sigma ausgebildet und verfügen über einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz in der Umgestaltung und Optimierung von solchen Prozessen. Und gibt es im eigenen Unternehmen eben keine solchen Prozessoptimierer mit dieser Erfahrung, dann werden eben externe Spezialisten, wie zum Beispiel ich einer bin, entsprechend beauftragt. Wo liegen denn jetzt die Knackpunkte, von denen ich eingangs sprach? Also wo ist das Problem im Verhältnis von dem Prozessverantwortlichen zu den anderen im Unternehmen? In sehr vielen Unternehmen, die Prozessmanagement einführen wollten, sind die Erfolge ausgeblieben, weil die Prozessverantwortlichen oft nur so genannt wurden, aber eben keine umfassende Verantwortung hatten. Das betrifft insbesondere die fachliche und disziplinarische Verantwortung über die Prozessmitarbeiter. Die verbleiben dann eben oft bei den klassischen Linienvorgesetzten und es wechseln eben nicht zum Prozessverantwortlichen. Und damit kann der Prozessverantwortliche eben nicht seinen Prozess im Rahmen der zugestandenen Ressourcen freigestalten und optimieren. Und auch Budgets werden in den Jahresgesprächen immer noch den klassischen Abteilungen zugewiesen und nicht den Prozessen. Das heißt, man hat zwar eine klassische Aufbauorganisation noch im Unternehmen, die besteht immer noch und hat daneben angefangen, eine Prozessorganisation aufzubauen, ohne die Aufbauorganisation, die es früher gab, abzulösen. Und wenn man in dieser Mitte gefangen bleibt, dann gibt es wirklich riesige Probleme in den Verantwortlichkeiten und es kommt früher oder später wirklich zu großem Knatsch und Streit. Das sollte man in jedem Fall vermeiden. Also wirklich diesen Wechsel zu einer reinen Prozessorganisation hinzubekommen. Und wenn die Ressourcen und die Budgethoheit eben nicht beim Prozessverantwortlichen liegen, sondern beim traditionellen Abteilungs- oder Teamleiter, dann werden ihre Prozessmanagement-Bemühungen wirklich ins Leere laufen. Das heißt, wie verhindert man das eben, dieses Problem? Das habe ich gerade schon ein bisschen angerissen gehabt, indem man sein Unternehmen durchgängig prozessorientiert aufstellt. Das heißt, zuerst wird die Unternehmensstrategie festgelegt, danach werden die Prozesse designt und dann auf diese Prozesse die Prozessverantwortlichen als reine Führungskräfte gesetzt. Es kann also sein, dass zum Beispiel die Abteilungsleiter oder die Teamleiter sich eben auf die neue Stelle eines Prozessverantwortlichen zu bewerben haben. Die alten Abteilungen muss man aber wirklich konsequent auflösen. Und zum Beispiel aus einer Abteilung Vertrieb, die es früher mal gab, so ganz klassisch, wird dann eben der Prozess Auftrag akquirieren. Oder mit dem Prozess Output eben abgeschlossene Projektverträge oder Kundenaufträge. Auf diese Art und Weise entfesseln Sie wirklich das gesamte Potenzial von Prozessmanagement. Das waren ganz wichtige Tipps. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es um die nächste Rolle geht. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.